Sie pöbeln, räumen die Hinterlassenschaften ihres Hundes nicht weg oder wissen alles besser. Diese Typen von Hundehaltern sind nicht nur nervig, sondern sie stören auch das friedliche Zusammenleben in der Stadt. Die meisten Hundehalter verhalten sich zwar vorbildlich und sind äußerst freundlich, aber es gibt auch Antitypen des angenehmen Hundehalters. Selbst hundelose Menschen kennen diese unangenehmen Menschen. Doch wer einen Hund hält, der ist erst recht genervt von Hundehaltern, ihre friedlichen Gassi-Runden stören, indem sie keine Rücksicht nehmen und Hund und Mensch sogar in Gefahr bringen. Wir nennen dir in diesem Video die 5 nervigsten Hundehaltertypen, die jeder kennt und niemand leiden kann. Als erstes, der Besserwisser. Ein großer, dominanter Hund läuft aggressiv auf den eigenen angeleinten Hund zu. Dass es gleich knallen könnte, ist für jeden, der etwas Feingefühl hat und die Körpersprache von Hunden auch nur im Ansatz verstehen meint, offensichtlich. Doch natürlich weiß der Besitzer des Hundes es besser. Es dauert meist nur wenige Sekunden, bis man den Satz hört, das machen die unter sich aus. Und genau da liegt das Problem. Wenn ein Hund angeleint ist, ist er das meistens auch aus einem guten Grund. Wenn dann ein nicht angeleinter Rabauke auf den angeleinten Hund zustürmt, ist das eine unangenehme Situation. Hunde sollten zwar die Möglichkeit haben, kleinere Rangeleien oder Machtspielchen unter sich auszutragen, aber hier sollten die Kraftverhältnisse auch einigermaßen stimmen. Außerdem kann eine solche Situation schnell mal brenzlig werden, wenn es zwischen den Hunden knallt und der Halter seinen angeleinten Hund zu beschützen versucht. Der Halter des anderen Hundes hält sich dann entspannt raus, denn er weiß es ja sowieso besser. Als zweites, der Egoist. Auch wenn man seinen eigenen Hund gut einschätzen kann, sich sicher ist, dass er nicht beißt und wirklich nur Aufmerksamkeit sucht, vielleicht Kinder liebt oder spielen will, muss man als Hundebesitzer akzeptieren, dass sich nicht jeder über den Vierbeiner freut. Es lohnt sich, etwas Feingefühl zu zeigen, denn vielleicht hat die andere Person bereits schlechte Erfahrungen mit Hunden gemacht. Dem Egoisten aber ist das egal. Er lässt seinen Hund trotzdem frei laufen und auch zu anderen Passanten gehen. Doch auch an anderen Orten macht sich das egoistische Verhalten deutlich. An Badestränden lässt er seinen Hund über Handtücher rennen, stundenlang bellen und schüttet im besten Fall noch das haarige Handtuch direkt neben fremden Badegästen aus. Als drittes, der Haufenrebell. Eigentlich gehört dieser Hundehaltertyp zu dem Typen Egoist. Sein Motto lautet, nach mir die Sintflut. Ob die Hundehaufen stinken, jemand hineintreten könnte oder es einfach zur Pflicht eines Hundebesitzers dazugehört. Der Haufenrebell weigert sich, den Kot seines Hundes wegzuräumen. Dass sich andere an den Hundehaufen stören und er durch dieses Verhalten auf verantwortungsvolle Hundehalter negativ belastet, ist ihm im wahrsten Sinne des Wortes scheißegal. Als viertes, die Drama Queen. Folgende Situation. Zwei Hundehalter treffen aufeinander. Beide Hunde scheinen entspannt, keiner starrt bedrohlich oder stellt die Bürste auf. Doch die Drama Queen ist bereits alarmiert und hebt schnell den kleinen Hund auf den Arm, um ihn vor dem Monster an der anderen Leine zu retten. Sozialkontakte mit Artgenossen sind dem Hund einer Drama Queen fremd, denn vor lauter Angst um ihren Liebling werden diese vermieden. Und so wundern sie sich, wenn ihr Liebling eines Tages ein antisoziales Verhalten an den Tag legt und gerne mal zuschnappt. Traurig ist das für den Hund, denn auch die kleinsten Vierbeiner sind am Ende des Tages ebenso Hunde. Und als fünftes, der Achtlose. Der Hund hört absolut nicht, kennt keine Kommandos und doch darf er unangeleint herumlaufen. Weil er nie etwas lernen durfte, wechselt er spontan die Straßenseite, wenn er etwas Spannendes erschnuppert. Spätestens wenn die Reifen quietschen, richtet der achtlose Hundebesitzer dann endlich den Blick vom Smartphone weg und schreit hysterisch nach dem Hund. Doch schon am nächsten Tag scheint der Schockmoment vergessen und der Hund läuft wieder über die Straße, weil er ein interessantes Weibchen entdeckt hat. Dieser Typ Hundehalter gefährdet nicht nur seinen eigenen Hund, sondern auch Auto- und Radfahrer gleichermaßen. Doch bis er verstanden hat, dass ein Hund Grundkommandos kennen und befolgen sollte, muss es erst so richtig wehtun, finanziell oder mit einem teuren Besuch in der Tierklinik. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Meinung zu diesem Thema in die Kommentare und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Hundevideo mehr verpasst.